herzlich willkommen bei Meistens Anders und Mortal Shell. Was genau ist das eigentlich? Kennt ihr das Spiel? Ich war mal kurz drin, um ein paar Einstellungen zu testen, ob das alles soweit hinhaut mit den Aufnahmen und so weiter. Deswegen ist hier auch dieser Spielstand von einer Minute in einer Sekunde drin. Mal kurz ein bisschen was mit der Steuerung schon mal probiert. Aber was das Spiel jetzt genau ist, also ich habe gesehen, ist eine komische Figur, die ich da dann steuern werde. Aber zeige ich euch einfach mal, oder? Auf geht's. Geronnener Tar. Nutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen, okay? Jenseits der Welt des Bekannten wartet die Schwelle darauf, überschritten zu werden. Die sterblichen Höhlen sehnen sich nach Sinn. Sie warten auf Einblick in ihre wahre Stimmung. Genau dieses Wesen meine ich. Denn dieses Wesen werde ich jetzt steuern. Aber den Hintergrund, keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne was schreiben dazu, wenn ihr was wisst. Habe ich kein Problem mit. Weil guckt euch die Figur an, also... Also einfach mal drauf los. Rennen wir einfach mal, ne? Ja komm, ich hab gesagt, rennen. Gehen wir einfach mal vor. Was haben wir hier? Verhärten. Du hast die Fähigkeit geerbt, deinen Körper zu verhärten. Das Verhärten schützt dich vor Angriffen, aber wird durch Erleiden von physischem Schaden schnell gebrochen. Also ausweichen. Er will ausweichen. Und verhärten. Das war schon mal leicht. Also ich kann hier mit ausweichen, eine Rolle ausweichen oder halt verhärten. Wenn ich es loslasse, dann bin ich nicht mehr verhärtet. Eine Waffe. Oh, ein Schwert. Ein schönes Schwert. Ich hoffe mal, dass jetzt hier in diesem Tutorial noch wenigstens ein bisschen was zum Kämpfen mitgeteilt wird. Boah, ich gehe mal davon aus, ich spiele ja selber Elder Scrolls Online, da gibt es ja auch so Tasten für Angriffe, genau. Genau, gedrückt halten ist dann das gleiche. Ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter, was macht der jetzt? Verhärten beim Angriff. Du kannst dich in den meisten Situationen verhärten, selbst beim Angriff. Experimentiere mit dem Verhärten zu verschiedenen Zeitpunkten. Beim Angriff verhärten. Okay. Also fokussieren. So einen leichten Angriff. Schwerer Angriff. Und dann ein schwerer Angriff und verhärten. Ach so, und dann greift er nach dem Verhärten direkt noch an. Also kann ich blocken und dann direkt... Sollen wir hier Gegenstand aufnehmen? Ah, vergängliches Zeichen. Gegenstand durchschalten kann man hier mit den Tasten. Dann ist Gegenstand aktiviert, mit nach oben. Nutzt man diesen Gegenstand? Und hiermit kommt man dann ins Inventar. Da kann man sehen, was es ist. Es ist ein vergängliches Zeichen. Der nächste Schaden, der dem gehärteten Status zugefügt wird, wird in Gesundheit umgewandelt. Das ist dann, wenn man es so nimmt, ja auch wie eine Art Heilung.
Um es zu leben braucht, setzt man das Siegel ein, man verhärtet sich, wird angegriffen und das wird dann zur Gesundheit. Sieht schon sehr düster aus. Halt. Aha. Dann mit dem. Ah. Kann man also einen ordentlichen Angriff machen. Und jetzt soll es wohl direkt losgehen. Also Sprungangriff und Verhärten wäre ja vielleicht was. Zoomen wir das direkt mal. Gnadon. Natürlich sollte das mit dem Versteinern auch klappen. Es klappt irgendwie nicht so richtig. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Ist mir ein Stück weg. Mit dem Versteiner muss ich noch rauskriegen. Das ist alles noch nicht so. Jetzt machen wir dann Angriff. Wahrscheinlich hat es irgendwie mit dem X da unten zu tun. Balken. Seht ihr das? Jeden Balken. Jetzt ist wieder voll. Jetzt kann ich jetzt springen. Und dann kann ich angreifen. Ausweichen. Das Ausweichen ist auch sehr wichtig. Gewechselt oder was? Nee, da greife ich dich nicht an. Das war gerade sehr knapp. Wenn ich den im verhärteten Zustand angreife, passiert aber dann das Gleiche, dass er dann den nächsten Schlag setzen kann. Nee, nee, nee,
ja, ja. Komm, komm, komm. So nicht. Und da schon wieder angerannt, ne? Ist das nicht so schön? Dann sollte ich ihn auf keinen Fall angreifen. Seite, was? Jetzt bin ich immer irgendwo am Rand. Was ist denn ungünstig? So. Ja, da willst du angreifen, ne? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Geh mal einfach weg. Wollen uns da nicht schlagen lassen, ne? Ich will hier hinschlagen. Na komm. Erledigt. Ich denke mal, das war jetzt zum Beginn noch ein halbwegs einfacher Gegner, so im Tutorial. Ich habe einfach bloß das angewandt, was jetzt am Anfang losging. Ich gehe davon aus, dass der Gegner jetzt einfach bloß mal so ein bisschen zur Übung sein soll. Habt ihr das gesehen? Falgrim, ein Turm brummt. Wo ein schweigendes Wesen über sein Schicksal sinniert. Also ich bin jetzt woanders. Also meine Vermutung ist ja, dass dieser Kampf jetzt erstmal bloß was Einfaches war, um erstmal so ein bisschen die Steuerung und alles ein kleines bisschen zu üben. Weil man musste eigentlich bloß das machen, was man vorher gezeigt bekommen hat. Und dieser Fisch war jetzt einfach der Übergang zum Hauptgeschehen nach dem Tutorial. Aber mal kriechen, ne? Kriechen, kriechen, kriechen. Also für mich kriecht er jetzt ja gerade nach oben. Und das schon sehr steil. Und hier sieht es für mich aus, als geht es noch weiter. Also sowas wie Erdanziehung. Na, ich weiß ja nicht. Okay. Also entweder klettert er jetzt hier hoch. Ich weiß es nicht. Hm? Kann man eigentlich zurück? Nee, man kann bloß vorwärts. Okay. Habe ich ja keine Wahl. Dann einfach weiter nach vorne. Ich hoffe, ich muss jetzt hier drin nicht kämpfen, weil ich kann ja nichts machen. Ich kann ja gar nicht. Ich kann drücken, was ich will. Ich kann nicht kämpfen. Hm, Knochen. Knochen, Ich scheine auf jeden Fall rausgekommen zu sein. Das ist doch schon mal gut. Sind draußen, haben jede Menge Ausdauer, aber verdammt wenig Leben.
Zumindest gehe ich davon aus, dass es der Ausdauer sein soll, weil das ja schon gerade eben so war mit Ausweichen. Das hat dann immer was verbraucht und das ist ja aus meiner Sicht dann die Ausdauer. So, da gehen wir nicht hin, ne? Oder? Was sind das? Was schlägt das Herz da drüben? Ich hab da nichts zu verlieren, ich gehe da mal hin, ne? Kann der vorsichtig laufen? So, das geht um Eigenpuls. Einnehmen, unbekannte Hülle, okay, dann. Ich mache einfach mal. Mal sehen. Das bedeutet einnehmen, unbekannte Hülle. Hülle angeeignet. Dann hat das wahrscheinlich jetzt nichts, was damit zu tun, dass ich jetzt einfach bloß die Rüstung angezogen habe, sondern der Mensch, der noch in dieser Rüstung gesteckt hat, der ist jetzt mein. Ich steuere jetzt quasi diesen Menschen. Dann gehen wir einfach mal weiter, oder? Hier wird er hoffentlich jetzt nicht leid. Guck mal, da hinten blinkt's. Lichtzeichen. Die leuchtet auch. Falkrim. Ich bin also in Falkrim. Was haben wir? Quaddelkäppchen. Gegenstand halten. Zweimal Quaddelkäppchen. Auch verschiedene Items. Aber steht noch nicht da, was genau das ist. Schau mal an. Verwenden, um Einblicke zu erhalten. Okay, verwende ich es einfach mal. Oh, ich habe 5 Einblicke bekommen. Für was auch immer ich das brauche. Quaddelkäppchen. Benutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Regeneriert 30 Gesundheit über 30 Sekunden. Es hat also nicht viel Sinn gemacht, das jetzt zu nehmen. Aber jetzt weiß ich, was es ist. Was haben wir hier? Da leuchtet was. Da leuchtet was. Einblick in die Vergeblichkeit. Dann gucken wir auch mal. Was haben wir hier? Nutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Okay. Gewährt bei Benutzung Einblick in deine Hülle. Also ich habe weiter Einblick bekommen. Hier noch irgendwo was? Ich hatte gerade eben noch diesen Punkt gesehen. Da habe ich kurz gezuckt. Kann man hier Kisten öffnen? Manche versuchen es mit einem Dietrich. Der tritt dagegen. Irgendwas. Wieder Items. Was haben wir hier? Benutze dieses Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen? Der spielt jetzt tatsächlich ein Instrument. Jetzt was gebracht. So, was bringt mir das? Übung macht den Meister. Ich muss es noch 9-mal einsetzen, um mehr Details über diesen Gegenstand aufzudecken. Also, ich weiß noch nicht, was es bringt. Ich müsste es aber noch ein paar Mal einsetzen. Ich mache jetzt einfach mal. Das ist einfach, wenn man das jetzt so läuft. Ich habe das doch hier im Menü drin, ne? So. Dann laufe ich einfach. Ich laufe einfach direkt weiter. So, laufen. Wieder aufstehen. Wieder verwenden. Wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Es scheint ja zu funktionieren. Ich stehe auf und wenn ich das gleich wieder verwende, gibt mir das direkt nochmal Vertrautheit, obwohl ich kaum gespielt habe. Ich bin sofort vertraut mit dem Instrument. Machen wir einfach nochmal. Los geht's. Ich will doch bloß wissen, was das ist. Was man damit machen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach bloß so ein. Obwohl, es gibt Spiele, da sind solche Dinge auch einfach mal Spaß, ne? Da hat man so einen Spaß eingebaut, damit.
Ja, damit man jetzt hier solche Spieler wie mich einfach sieht, wie sie versuchen, das herauszufinden, das einfach so machen und am Ende spielen sie bloß Ukulele. Was ging, eine Laute, aber ist egal. Maxed. Ah, jetzt kann ich Musik ändern. Bisschen lauter mal, aber kaum was. Da spielt tatsächlich zwei, also verschiedene Melodien. Aber wir wollten ja wissen, was es eigentlich macht, ne? Das ist eine simple laute Übermacht im Meister. Die schiere Dreistigkeit starrt Gegner aus weiter Entfernung zu Gewalt an. Eine einfache Laute. Es gibt nur wenige Vergnügen in Falgrim, aber die Musik einer simplen Laute kann sowohl Mensch als auch Bestie beruhigen. Also oben steht da, dass diese schiere Dreistigkeit starrt Gegner aus weiter Entfernung zu Gewalt an und unten steht was beruhigen. Zu Gewalt anstarren, beruhigen. Aus meiner Sicht macht das, ist ein Widerspruch. Also ich weiß nicht, ob ihr das anders versteht, aber für mich ist das ein Widerspruch. Gehen wir einfach mal weiter. Tar-Überrest. Benutze diesen Gegenstand, um den Effekt zu erkennen. Okay. Währung. Ich habe einfach 80 Tar bekommen. Also Tar ist anscheinend Währung. So, ich hatte hier noch diesen Punkt gesehen, hier. Das hat ja vorhin mal kurz gezuckt. Spüren, Instinkt. Irgendwie auf eine Anhöhe und da oben geht jemand rein. Das könnte ein Hinweis auf den richtigen Weg sein. Jetzt gehen wir nochmal hier vor. Battle Caption sind wieder da. Das bedeutet, dass dieser Kreis quasi Wachstum ist. Wenn es wieder da ist, dann hat man wieder Quaddelkäppchen. Und da das ja wie Heilen funktioniert, werde ich das auch einfach mal so lassen. Schon sind wir doch da. Da oben soll ich ja rein. So habe ich das verstanden. Gehen wir jetzt einfach mal hier vor. Funktioniert das eigentlich mit dem lauten Spiel? Na, beruhigt sich oder so gewalttätig? Den Fröschen gefällt. Na gut, machen wir weiter. Nochmal Tarüberrest. Machen wir ein bisschen platt. Oh, einen nochmal anderen, ne? Das ist doch sinnvoll, ne? Einen nach dem anderen auseinanderzunehmen. Was war das? Ach, hier. So kann man also auch Laute spielen. Was mir hier auffällt, hier sind Fallen. Ich denke mal, da sollte ich vermeiden, da reinzutreten. Das ist meine Vermutung. Die anderen interessiert es also nicht.
Wenn es dich nicht interessiert. Du musst ja nicht. Aber du wolltest dann doch. Gegenstand erhalten. Gekochter Frosch. Was ist ein... Ich habe neue Gegenstände. Ich habe hier Taubenrest. Gewährt bei Gebrauch eine winzige Menge Tar. Das hatten wir ja schon. Gebratene Ratte. Benutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Mach mal. Dann schauen wir direkt nochmal rein. Hier ist es einfacher zu lesen. Regeneriert 35 Gesundheit über 10 Sekunden. Verbraucht Entschlossenheit. Eine gebräuchliche Speise in Falgrim, an der die Unkonfirmierten und Geistlosen nagen. Also das ist auch wie das Quaddelkäppchen Lebensregeneration. Gekochter Frosch muss ich auch erst verwenden. Gekochter Frosch erhöht das Ausdauerregenerationstempo für 3 Minuten. Ein geschmackloser, aber nahrhafter Imbiss für einen erschöpften Reisenden. Da haben wir wieder ein paar Items gefunden, herausgefunden, was die können. Vorsicht, Falle. Aber wir wollen ja da hoch. Versuchen wir mal, ob es hier jetzt irgendwo einen Weg gibt. Oh, da sind ja noch mehr. Ups, die habe ich nicht gesehen. Die hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Gehen wir mal zurück. Nochmal. Jetzt wo er gerade am Boden lag. Minderwertiger Schnaps. Gibt's hier noch irgendwas? Hier leuchtet auf jeden Fall noch was. Einblick in Weisheit. Aber hier sehe ich jetzt keine Möglichkeit, da hochzukommen. Schauen wir erstmal nach, was wir wieder bekommen haben. Wir haben hier Einblick in Weisheit. Benutze ihn, um dessen Effekt zu erkennen. Einblick in deine Hülle, okay, war der Einblick bekommen und minderwertiger Schnaps. So muss ich mich zu lesen. Gewährt beim Trinken eine kleine Menge Entschlossenheit. Was auch immer das ist. Aber auf. Aber klingt nicht gut. Aber auf Kosten der Gesundheit. Also ich opfer Leben, um Entschlossenheit zu bekommen. Alkohol, der unter den schlimmstmöglichen Bedingungen destilliert wurde. Soll ich das wirklich nochmal trinken? Ich gehe mal lieber sicher deshalb auf Heilung. Was haben wir hier? Truhe ist verschlossen. Okay, ist verschlossen. Kann ich nichts machen? Was haben wir hier? Ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall leuchtet es hier. Das gehen wir erstmal hin zu dem Leuchten. Scheint hier wirklich vorteilhaft zu sein. Und man kann hier leuchtende Sachen aufnehmen. Was knurrt hier denn so? Quaddelkäppchen. Jetzt haben wir ja was Neues bekommen. Das hier unten. Tarspruch, benutze ihn, um dessen Effekt zu erkennen. Fügt über 16 Sekunden hinweg 40 Giftschaden zu. Und das kann ich mir selbst einflößen. Ich nehme mal ein Quaddelkäppchen. Um dem entgegenzuwirken. Also ich finde es komisch, dass ich mir das selbst einflößen kann, aber ich vermute, dass es bei dieser Art von Spiel einen Hintergrund gibt. Wenn ich wahrscheinlich mal ein bisschen genug von den Heilungssachen habe, könnte ich das Ganze wahrscheinlich auch einfach mal verwenden. Turm von Falgrim, da hat's kurz gestockt. Wer bist du? Und mit der kann ich anscheinend
reden, erwecken. Svester Ginessa. Pray, what wayward spirit beckons? I shall name you foundling, and you may call me Sester Ginessa. You're uninitiated in the Raphaid's mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Also nach der Erklärung, wie die Vermutung vorhin schon war, bin ich ein Wesen, das den Besitz einer Hülle eingenommen hat, um diese jetzt zu steuern. Warum ich das mache, weiß ich allerdings nicht. Und sie hat mir jetzt ja verraten, dass ich noch herausfinden muss, also den Namen herausfinden muss dieser Hülle. Wer ist es überhaupt? Vom göttlichen Tarkosten. Da Tar die Währung ist, hoffe ich, dass ich da ein bisschen Währung noch kriege. Für 250 Tar und 0 Einblicke könnte ich den Namen, okay, das nehmen wir mal, halten. Geht. Ach so. Er muss gedrückt halten. The brigands pointed us toward the temple. Shunned by the devout, their allegiances lie to those who offer Tar. Or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, was der gesagt hat, aber ich lese es euch gern nochmal vor. Die Räuber wiesen uns in Richtung Tempel. Von den Frommen verstoßen gehört ihre Treue jenen, die ihnen Tar oder Alkohol anbieten. Sie amüsieren sich mit trunkenen Eskapaden oder brutalen Grausamkeiten. Sie wissen, dass sie uns besser nicht angreifen sollten, doch sie folgen uns aus der Ferne und hoffen auf Überreste. Zumindest weiß ich jetzt, dass diese Hülle Haros der Vasall ist. Kann man hier noch mehr machen? Also man hat hier, wie es aussieht, verschiedene Sachen, die man erhalte erneut der letzte Chance, wenn du genug Gegner besiegst. Verhärten dauert nach dem Brechen doppelt so lang. Also man kann hier verschiedene Sachen mit verschiedener Menge an Währung nehmen. Da ich für nichts etwas habe. Gehen wir einfach weiter. Hier hinten leuchtet was. Und da ist ein Kreis. Ich geh mal. Spüren, Instinkt. Ach, das hat man vorhin schon mal bei dieser, was war das? Inschrift oder was auch immer das da sein sollte. Ich mach einfach mal. Fallen. Also vermutlich hat es jetzt auch wieder einen Weg gezeigt. Nehmen wir mal die hier noch. Fledermäuse. Friedhof. Hier liegt da noch eine. Wo auch immer das alles ist, aber es scheinen noch weitere von diesen Hüllen rumzuliegen. Dann werden wir einfach mal... Da sind wir ja reingekommen. Wir machen mal eine Treppe hoch.
sehen, was hier oben noch ist. Hier blinkt noch mehr von dem Zeug. Och, warum nicht anschauen? Das sieht für mich aus wie ein extrem langer Knüppel. Aber keine Waffe, die ich jetzt mitnehmen kann. Okay. Was war das? Okay. Gehe ich weiter. Hier. Was haben wir hier? Ein langes Schwert. Und wie komme ich an die Waffen? Weil die kann ich hier ja nicht mitnehmen. Es scheint ja bloß Geister zu sein. Aber drücken wir mal noch eins. Hm. Sind das zwei Waffen? Sieht so aus wie oben so ein kleiner Meißel. Hammer und Meißel. Ja, der hat tatsächlich zwei Waffen in der Hand. Er scheint dann wahrscheinlich eher so ein bisschen ein schneller Angreifer zu sein. Aber was mir das jetzt gesagt hat, ob ich die Waffen irgendwie kriegen kann oder was das ist, weiß ich nicht. Und na, das ist auf jeden Fall. Was ist denn das? Ich will eigentlich nur noch das hier unten haben. Zerfetztes Gewand. Mal gucken. Ich glaube, hier bin ich so ein bisschen im Pausenmodus. Zerfetztes Gewand. Benutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Noch einmal einsetzen, um mehr Details über diesen Gegenstand zu erfahren. Kann nicht benutzt werden. Diese Waffe ist bereits ausgerüstet. Kann auch nicht benutzt werden. Weil das irgendwas mit diesem Haros-Vasal zu tun hat. Aber du greifst mich ja anscheinend auch nicht an. Gehe ich jetzt einfach mal. Ein bisschen Erkundungstrieb habe ich schon. Oben leuchtet es nämlich auch. Wenn ihr das seht, ihr seht doch bestimmt auch diesen weißen Punkt, oder? Ja, da er mich hier nicht angreift, hoffe ich, dass das hier oben auch nicht passiert. Siegel entfernen. Befleckte Siegel. That's better. Thank you. It's been so long since anyone raised a hand toward me in kindness. You seem different. Untouched by false truths. Unfortunately, I have little to offer you. Save for that tarnished seal in your hands. A small gift. But I expect you will find it useful. Would you grant me another favor? Deep within the temples of the devout, you'll find the sacred glands of the revered. Bring the glands back to me, so I can extract the true nectar. Just enough to heal me. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land. Bevor du wie ich endest. Also schön, er hat gesagt, du scheinst anders zu sein. Gleich, ne? Ich mach das noch zu Ende. Man muss auch hier Nachrichten, wenn ich was sagen will, ne? Also, der hat ja gesagt, du scheinst anders zu sein. Da ist mir aber aufgefallen, dass das Wort anders klein geschrieben wurde. Schreibt mein Eigennamen nicht einfach eigentlich groß? Ich bin doch anders, ne? Meistens anders. Okay, machen wir weiter, ne? Beflecktes Siegel. Der alte Gefangene hat dir das befleckte Siegel geschenkt. Es ermöglicht dir, gegnerische Schläge zu parieren und Angriffe zu unterbrechen. Das Siegel warnt dich auch vor nicht parierbaren Angriffen. Parieren wäre LB. Siegelinfusion, Heilung.
Der alte Gefangene hat den Siegel mit Macht durchzogen und gibt deiner Parade die Fähigkeit, einen Gegner empfindlich für einen verstärkten Konter zu machen. Das Siegel benötigt eine große Menge Entschlossenheit, um solch eine Infusion nutzbar zu machen. Das Ausführen eines verstärkten Konters heilt dich. Also ich kann parieren und dann wird ein verstärkter Konter kommen, wenn ich Entschlossenheit habe. Und in dem Text sieht man ja, das ist so ein goldbeiger, hellbrauner, irgendwas in der Richtung Balken. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon gesehen. Genau, hier links unten sind solche Balken. Das scheint also meine Entschlossenheit zu sein. Ich bin entschlossen, das Spiel zu verstehen. Dann, hier haben wir auch einen Punkt. Kann man da was machen? Werkbank benutzen. Wir haben hier jetzt die verschiedenen Sachen. Waffenverbesserung anwenden. Aber ich brauche hier anscheinend alle immer noch irgendwas. So, kümmern wir uns da später. Wir müssen erstmal noch ein paar Items sammeln, um dann vielleicht auch Waffen zu verbessern. Hier haben wir noch was. Was bist du? Cyberrest, okay. Hier geht's jetzt wieder runter. Was haben wir hier? Inschrift. Der alte Gefangene sitzt zufrieden auf seinem Sitz und wartet auf den Neuankömmling. Das Ungeborene muss mit Geschenken empfangen werden, doch wird auch selbst Geschenke bringen. Im Gegenzug für ungebrochene Treue. Sie muss man immer gedrückt halten, um wirklich was wegzukriegen. Was ich hier gerade sehe, ist jede Menge Fallen. Und ich weiß, daran kann ich mich noch erinnern, einer dieser Fusionen, also dieser nicht Fusionen, Visionen, war ja auch, ich glaube sogar der allererste, waren so viele Fallen zu sehen. Vermutlich müssen wir dann dorthin. Ich schaue jetzt nochmal hier, weil das ist doch alles wiederkehrend. Und wir da mal noch ein bisschen sammeln. Gehen wir wieder hierher und dann werden wir als nächstes dann diesen Weg weitergehen bei den Fallen. Also bisher, es ist ja noch nicht viel passiert, ne? Ich habe jetzt das Tutorial durch, ich habe die ersten Kämpfe gegen so ein paar solche Männeln gemacht, das lief eigentlich gar nicht schlecht. Habe verschiedene Items gefunden, eine Laute gespielt, mit der ich noch nicht weiß, was man mit der anfangen kann, also... Solltet ihr wissen, was er mit der Laute wirklich macht, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann habe ich vielleicht eine Anwendung dafür. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Dann werde ich den Weg hier weitergehen und sehen, ob ich Höhlen einsammeln kann. Weil ich habe ja 3 Visionen gehabt. Es scheint noch 3 Höhlen zu geben. Sehen wir dann weiter. Also bis zum nächsten Mal und mögen die Hörner stets nach oben ragen.